Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier auf der Webcam des Hotel Beckröge in Cuxhaven. Tja, es ist zwar noch recht früh am Abend, aber wir haben einen Kreuzfahrer, der passiert und den wollen wir natürlich nicht verpassen. Unsere MS Europa hat es geschafft, bei Blohm und Voss wieder aus der Werft zu kommen und geht nun auf ihre Weltumrundungstour. Der erste Start führt sie jetzt nach Antwerpen und die weitere Tour erzähle ich euch im Anschluss der Passage. Vielleicht zur Europa ein paar Eckdaten. Fährt natürlich für Hapag-Lloyd Cruises. Ist knapp 200 Meter lang, 198 um genau zu sein. Genau 20 Jahre alt, ist 1999 gebaut worden in Helsinki bei den Querdamaser Yards oder STX Finnland damals. Und ist ein ziemlich luxuriöses Schiffchen. Da gibt es keine Kabinen, da gibt es nur Suiten. Also den Smoking, das kleine Schwarze, nicht vergessen. Und ja, auch dezent beleuchtet im Gegensatz zu unseren Blinkbuden mit dem Kussmund, macht sich die MS Europa jetzt auf den Weg Richtung Nordsee. Die MS Europa fährt unter der Flagge der Bahamas und wird genauso von uns verabschiedet mit dieser Hymne.
auf dem Weg von Hamburg jetzt nach Antwerpen. Tja, wer sie noch weiter verfolgen möchte, auf der Webcam der Strandperle in Dun geht's weiter. Da könnt ihr dann weiter zugucken, wenn ihr mir zuhört, falls ihr mir denn zuhören möchtet. Die Dame war übrigens recht fix unterwegs, deswegen war am Schluss noch etwas Hymne übrig. Aber die wollte ich jetzt nicht abwürgen. Und es war auch ziemlich frech, da mit fast 20 Knoten vorbeizufahren. Was ihr da nämlich entgegengekommen ist, das war die Bamberg, das nagelneue Schiff, 2019 gebaut, der Bundespolizei See, Schwesterschiff der Potsdam, die habt ihr vielleicht in Cuxhaven schon mal gesehen. Die Bamberg läuft auch gerade in Cuxhaven ein. Und naja, das ist ungefähr so, als wenn man an einer Polizeistreife in der Tempo-30-Zone mit knapp 70 vorbeifährt. Aber die Europa konnte sich das wohl